Ja, danke. Erstmal hallo allerseits. Ja, ich bin seit einigen Jahren für die Wikimedia in Brüssel und genereller gesagt auf europäischer Ebene unterwegs, wo wir versuchen, der Gemeinfreiheit eine politische Stimme zu geben. Wir sehen uns zum Teil als die Interessensvertreter der Gemeinfreiheit. Und ich werde Ihnen heute drei super kurze Geschichten aus den Mitgliedstaaten erzählen und dann eine etwas längere aus Brüssel, die hoffentlich die Frage beantworten, wie es nun zu diesem Artikel 14, der halt eben den gemeinfreien Status von Digitalisaten regelt, gekommen ist. Die erste Geschichte ist aus Deutschland, das ist das mittlerweile berüchtigte Porträt von Richard Wagner, 1862 gemalt. Der Autor Cäsar Willig ist 1886 gestorben, sodass man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass er lange genug tot genug ist, damit das Werk auch ohne Urheberrecht nachnutzbar ist. So hat ein Wikipedianer ein Foto von diesem Bild erstellt und dieses Foto hat es tatsächlich auch in den Wikipedia-Artikel über Richard Wagner geschafft. Das hat dem Reichsengelhorn, den Reichsengelhorn-Museen in Mannheim nicht gefallen, diese Nachnutzung. Sie haben dagegen geklagt und im Endeffekt auch vor dem BGH gewonnen. Die zweite Geschichte ist aus Madrid, das Museo Thyssen-Bornemisza, eine wirklich beeindruckende kulturelle Einrichtung. Sie haben eine noch beeindruckendere Sammlung von Landschaftsmalereien aus Holland und aus Flandern aus dem 17. Jahrhundert. Und das Museum Thyssen-Bornemisza hat ein exzellentes Digitalisierungsprogramm. Sie fotografieren in Hochauflösung tatsächlich all ihre Kunstwerke, stellen sie dann auch auf der eigenen Webseite online und bieten auch diese hochauflösenden Dateien zum Download, also zum Herunterladen. Eine Sache, die hier vielleicht auffällt, ich weiß nicht, ob es zu sehen ist, ich habe es reingezoomt, ist, dass das Museum Thyssen-Bornemisza hier dieses Bild aus dem späten 17. Jahrhundert, dass das Museum Thyssen-Bornemisza da tatsächlich Urheberrecht verlangt, was aus unserer Sicht, aus der Sicht von Wikimedia natürlich nicht rechtens ist, weil wir der Meinung sind, dass das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Autors abläuft und deswegen benutzen wir das Bild auch auf unseren Projekten hier auf Wikimedia Commons mit eben diesem Verweis, dass das Urheberrecht abgelaufen ist. Allerdings könnte es tatsächlich sein, dass das Museo Thyssen-Bornemisza recht hat, denn das spanische Urheberrecht sieht nochmal 25 Jahre extra auf Digitalisate, auf Faithful Reproductions auf Englisch übersetzt, für eben solche Fälle vor. Wir kriegen regelmäßig Post von diesem Madrider Museum. Sie haben sich nicht dazu durchgerungen, uns zu verklagen, weil die Rechtsabteilung halt immer erst mit der PR-Abteilung spricht und die PR-Abteilung dagegen ist, dass man die Wikipedia verklagt. Also wir arbeiten zusammen und versuchen uns zu tolerieren. Zu einem Rechtsstreit ist es noch nicht gekommen. Die dritte Geschichte ist aus Polen. Im polnischen Nationalmuseum in Krakau hängt dieses Bild von Leonardo da Vinci, die Dame mit dem Hermelin. Und in Polen hat es dieses Kunstwerk ziemlich berühmt, weil eben eins der wichtigeren Bilder, die in Polen zu sehen sind, hat es dieses Bild tatsächlich geschafft, es in die Popkultur geschafft. Es ist daraus ein Meme geworden. Es wird für alles Mögliche eingesetzt und benutzt im polnischen Internet, unter anderem auch, um gegen schlechte Luft in Großstädten zu protestieren. Und das gefällt dem polnischen Nationalmuseum ganz und gar nicht und sie haben mehrmals öffentlich angekündigt, auch basierend auf dem Urheberrecht,
zu sagen, dass sie halt gegen Nutzerinnen und Nutzer vorgehen wollen, haben es dann aber nicht gemacht, aber sie haben es halt mehrmals angedroht, die halt eben dieses Bild so aus deren Sicht missbrauchen und nicht ehren. Das die drei Geschichten und wir haben gestern halt über kulturellen Pragmatismus gesprochen am Morgen. Wir verstehen als Wikimedia, dass sich Museen als Hüter des kulturellen Erbes sehen und dass es dann schwierig ist, etwas aus der Hand zu geben und zu wissen, okay, jeder darf damit praktisch fast alles machen, was er oder sie will. Wir bei Wikimedia sehen das natürlich ein bisschen anders. Wir glauben, dass eben diese Freiheit, die uns der gemeinfreie Status gibt, schützenswert ist, weil nur diese Freiheit auch zur künstlerischen Entfaltung führen kann. Und deswegen sind wir mit diesen drei Geschichten nach Brüssel gegangen, das im Europäischen Parlament, und haben im Rechtsausschuss versucht zu sagen, hey, wir werden in Deutschland verklagt, ein paar andere Fälle hat es auch gegeben, können wir da nicht irgendetwas machen? Und der Rechtsausschuss hat es tatsächlich eingesehen und hat eine ungute Form dieses Artikels, also dieses Schutzes des gemeinfreien Status, in dem Richtlinientext geschrieben. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wir hätten nie eine Mehrheit im Rechtsausschuss im Europäischen Parlament dafür für diesen Artikel gehabt, hätte uns das Reichsengelhorn-Museum nicht verklagt. Weil wir haben es nämlich versucht, so ein Prinzip noch im Originalvorschlag der Kommission einzubringen und die Kommission hat gemeint, das ist doch kein reelles Problem. Keiner ist hinter euch her und sagt, ihr dürft das nicht machen, also macht's einfach. Also selbst wenn das Gesetz was anderes sagt. Das heißt ja, nochmal danke an Mannheim. Dieser Artikel 5 war jetzt natürlich nicht perfekt, und zwar weil halt im letzten Teil drin stand, und das war halt ein Verlangen der französischen Delegation, dass die Vervielfältigung, die dann auch gemeinfreien Status bekommt, also das Digitalisat, halt auch schon bei der Vervielfältigung zum Zwecke der Erhaltung das ursprüngliche Material ist. Das heißt, man müsste dann bei ihrem Digitalisat wissen, zu welchem Zweck wurde das ursprünglich abfotografiert, was natürlich ja nicht sehr praktikabel ist im Alltag. Die nächste Stufe des Gesetzgebungsprozesses war dann der sogenannte Trilog. Triloge sind wundersame Veranstaltungen, wo sich das Europäische Parlament, der Rat der EU und die Kommission in Zimmern treffen, und das ist auch ungefähr der Ort, wo ja der demokratisch legitimierte Gesetzgebungsprozess stirbt. Also das ist halt wirklich so ein Ort, wo alles möglich ist und nichts möglich ist, und man erfährt davon relativ spät. Es ist eine Sache passiert, keiner hat erwartet, dass dieser Artikel durchkommt, denn er wurde halt vom Parlament reingeschrieben, aber sowohl Kommissionsversion als auch Rat hatten den in ihren Vorschlägen nicht. Das heißt, Vorschlägen war er nur in einem verfügbar. Dann haben wir uns aber daran erinnert, also dann haben wir aber die Kommission daran erinnert, dass die Kommission selbst in 2011 in einem Papier eben das gesagt hat, dass Mitgliedstaaten eben den gemeinfreien Status von Digitalisaten garantieren sollten, um halt eben die Digitalisierung zu ermöglichen. Leider hatten wir daran nicht früher gedacht, aber halt trotzdem besser später als nie. Dann haben wir halt die Kommission nochmal daran erinnert. Wir haben dann auch gefunden, dass die UNESCO halt genauso eine Empfehlung hat. Bei WIPO, das ist halt nur eine Studie, Europäer, braucht man sich auch nicht wundern, aber auf jeden Fall, die Kommission war da plötzlich auf unserer Seite, wir wissen es nicht, entweder weil sie sich wegen Artikel 17 eher schlecht gefühlt haben, dass sie halt kein gutes Bild abgeben, oder halt weil sie sich gedacht haben, das ist ja unsere Position, wir müssen es verteidigen. Also ist die Kommission eingestiegen, hat die Mitgliedstaaten praktisch davon überzeugt, den Parlamentsvorschlag anzunehmen, was halt wirklich ohne dieses Wirken im Hintergrund des Copyright Units vom DG Connect auch wirklich gar nicht geklappt hätte, und hat sogar den Text noch verändert, aber da werde ich jetzt nicht drauf einsteigen,
um halt eben diese zum Zweck der digitalen, also zum Zweck des Erhalts des Originals rausgenommen. Also hier deswegen nochmal danke Reichs-Engelhorn-Museen und danke Europäische Kommission dafür, dass wir diesen wundervollen Artikel aus unserer Sicht jetzt haben. Und ich kann dann an Frau Professor Specht das Mikrofon übergeben, weil sie wird nämlich nochmal genau den Text für Sie analysieren und aufschlüsseln. Danke.